Es euch kaum vorstellen könnt, aber wir haben jetzt den größten Teil unserer Arbeit erledigt. Wir haben eine Crude erstellt. Diese Crude befindet sich jetzt in Gänze in unserer Index.php. Und was wir machen, ist, wir werden jetzt unsere Crude überleiten in unser sogenanntes MVC-Pattern oder Model View Control Pattern. Und das sehen wir jetzt anhand unseres nächsten Beispiels. Wozu steht nochmal unser MVC? MVC, wie gesagt, Model View Control. Unsere Klasse Model wird alle Datenbankzugriffe hier organisieren. Alles, was mit Schreiben und Lesen der Datenbank zu tun hat. Unser View wird für die Ausgabe der Daten dann zuständig sein. Und unser Control wird jetzt hier unsere Tastatureingaben hier steuern. Das kann von der Tastatur aus kommen. Das kann aber auch passieren, wenn wir zum Beispiel auf unser Model zugreifen und hier gewisse Ergebnisse haben. Dann wird auch unser Control hier zum Einsatz kommen und wird dann zum Beispiel Hintergrundfarben zum Beispiel verändern, wenn ein bestimmter Schwellenwert hier überschritten wurde und dergleichen mehr. Also dafür ist dann unser Control zuständig und für die Ausgabe dann letztendlich unser View. Und unser View wird dann letztendlich auch hier wie im Beispiel unsere Template aufrufen, unsere Template.php, und wird das Ganze dann im Browser darstellen. So, aber wir starten jetzt einfach mal. Ich nenne zunächst einmal unsere Index.php hier um. Hierin befindet sich jetzt unsere Crude. Und das schmeißen wir natürlich nicht weg, weil wir kopieren uns jetzt hier einfach einige Codeblöcke heraus und wollen das Ganze ja nicht wieder nochmal programmieren. So, also ich nenne das einfach mal Index funktional. So, wir erstellen uns eine neue Index-Datei, weil die wird ja von unserem Apache Webserver dann auch aufgerufen. Und ich erstelle mir einen Ordner. Den nenne ich einfach MVC. Und in diesem Ordner befinden sich jetzt zwei Dateien, und zwar die mvc.php und die template.php. So, als nächstes möchte ich, dass wir uns mal unseren Code nochmal anschauen, hier jetzt in unserer Index-Funktional-PHP. Und wir machen mal Folgendes, ich mache hier mal unsere Case-Fälle hier ganz einfach zu. So, das brauchen wir dann noch. Und wir sehen hier schon eigentlich unser Control. Ich habe hier gesagt, dass unser Control für die Steuerung, also die Tastaturdrücke, Anschläge und so weiter zuständig ist. Also die Button, die wir zum Beispiel in unserer Crude drücken, also Delete, Save und so weiter. Und hier haben wir praktisch schon eine Kontrolle. Wir kontrollieren hier, welcher Button ist gedrückt worden, also mit welchem Wert ist der Button gedrückt worden. Bei Save wird dann abgespeichert und, und. Wir haben aber jetzt unser Save organisiert direkt in unserem Case-File. Das machen wir nicht, weil wir haben ja gesagt, für Datenbankzugriffe ist unser Model zuständig. Das heißt also, wie wir gleich sehen werden, werden wir jetzt hier diesen Code in unser Model transportieren und hier eine Funktion bereitstellen, auf die dann unser Control zugreifen kann. Genauso sieht es aus hier am Ende. Wir sorgen ja hier am Ende dafür, dass hier unsere Ausgabe erfolgt. Und wir haben jetzt hier unsere Daten mit allem drum und dran. Die werden natürlich auch dann vom Model hier bereitgestellt. Und wir rufen dann praktisch als Template hier unseren HTML-Code auf und unseren JavaScript-Code auf hier im ersten Step. So, und wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten einfach mal. Wir schauen uns zunächst einmal unsere MVC-PHP an. Und wir bauen jetzt unser Grundgerüst. Das sieht ganz einfach so aus. Ich sage hier Class. Dann Model. Als nächstes erstelle ich mir meine Class View. Unsere Class View erbt von unserer Klasse Model, also Extends. Model. So, ich muss natürlich auch sagen, dass wir hier PHP-Code haben. So, dann sieht das schon besser aus. Und wir erstellen eine Klasse Control. Und die erbt dann von unserer Klasse View.
Und dadurch, dass unsere Klasse View ja von Model erbt, sind auch alle Funktionen und also alle Methods und alle Properties auch hier in Control aus der Klasse Model. Also auf diese können wir zugreifen, wenn diese nicht dann eben private gesetzt sind, also die Sichtbarkeit private gesetzt ist. Aber dazu kommen wir noch. So, dann erstelle ich mir hier eine Index.php, das habe ich schon gemacht. Ich starte hier mal mit meiner Boilerplate und ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt im ersten Schritt erst einmal meine MVC hier einbinden. So, ich sage hier include. Dann Schrägstrich Ordner MVC Schrägstrich MVC.php. So, das wär's dann hier. Und ich möchte natürlich dann auch mein Control hier in meiner Index.html, muss ich die natürlich irgendwo aufrufen, weil wir wissen ja, unsere Index.php wird hier vom Apache Web Server aufgerufen und wir müssen ja irgendwie zu unserem Control kommen und das mache ich hier im nächsten Schritt. Ich sage hier wieder PHP, ganz einfach, und sage New, also erstelle mir eine neue Instanz der Klasse Control. Und das war's dann hier schon an dieser Stelle. Und wir können jetzt unsere komplette Crude hier als New Control aufrufen, also instanzieren. Und wir können jetzt praktisch diesen PHP-Tag verwenden, wie jeden anderen Tag in unserem HTML-Code hier, und unsere Crude dann auch entsprechend platzieren in irgendeinen Text, in irgendeiner Tabelle oder wo wir das dann gerne haben möchten. Also wir sehen schon, das wird hier sehr übersichtlich. Und unser Control, also unsere Crude, wird hier nur als einziger Tag hier in unserer Index.php angesprochen. So, dann machen wir weiter. Wir haben ja gesagt, dass sich hier alle Datenbankzugriffe abspielen. Hier werden sich alle Tastendrücke abgefangen, also alle Aktionen, die wir hier mit unserem Control oder mit unserer Crude hier anstellen wollen, also Daten speichern, Daten suchen und so weiter. Das wird sich hier alles abspielen und zu guter Letzt werden wir hier unser View aufrufen und hier besteht erst einmal eine Klasse Render, die ich hier als erstes erstellen möchte. Und zwar sage ich hier Function Render. So, und unsere Method Render wird nichts weiter machen, als hier unsere Template PHP ganz einfach einbinden. So, da mache ich mal. Ich muss mal gucken, ob ich das. Na, ich versuche es einfach mal. Ich sage hier einfach jetzt Template.php. So, und das war es hier größtenteils erst schon mal mit unserem View. Und jetzt müssen wir natürlich auch hier unsere Steuerung wieder übergeben an unser Control. Und das haben wir ja hier in unserer alten Crude schon gemacht. Und zwar hier mit unserem Switch Case. So, da haben wir Save, Edit, Update und Search und Delete. Und das Ganze werde ich jetzt hier einfach mal nur kopieren. Und das Ganze in den Konstruktor unserer Klasse Control hier einfügen. So, und wir sehen jetzt schon, der Konstruktor wird ja immer aufgerufen und unser Konstruktor wird dann hier im Parent erst einmal unser Model hier ansprechen, aber soweit sind wir noch nicht. Deshalb kommentiere ich das hier an dieser Stelle erst einmal aus. Und wir sehen jetzt schon, wir haben hier wieder unser IsSetPost. Und den Button, also wir fragen erst einmal ab, wurde jetzt hier unser Button hier aufgerufen? Wenn ja, dann springe hier in unsere Case-Fälle, je nach Aktion, also Save, Edit oder Update und so weiter, und führe dann unseren Code aus. Jetzt haben wir aber gesagt, dass wir unseren Code natürlich nicht im Control hier ausführen werden, sondern in unserer Klasse Model. Warum jetzt eigentlich unbedingt in der Klasse Model? Wir müssen uns vorstellen, wir haben verschiedene Datenbanksysteme und wir möchten zum Beispiel auf den SQL-Server zugreifen oder auf MySQL oder Informix. Und wenn wir jetzt aber die Datenbank ändern,
dann müssten wir maximal unser Model, also zum Beispiel hat SQL Server oder MS SQL Server von Microsoft hat eine kleine, also eine etwas andere Syntax im SQL als unser MySQL. Zum Beispiel gibt es im MySQL das Schlüsselwort Limit. Das funktioniert in MS SQL nicht. Da müssen wir andere Aktionen vornehmen, um das praktisch hier durchzuführen. Wenn wir jetzt Zugriffe haben, die Limit auf den MS SQL Server hier ermöglichen sollen, dann müssen wir hier an der Stelle die Method austauschen, um das hier, also um praktisch den gleichen Zweck zu erfüllen. Aber dazu auch noch mehr. So, jetzt rufe ich hier unsere Methods auf: Save, Edit, Update, Delete und Search. Aber diese Methods, die haben wir noch nicht geschrieben. Und das machen wir im nächsten Schritt. Und zwar werde ich jetzt wieder mein Grundkonstrukt hier aufrufen. So, ich will das jetzt nicht wieder schreiben. Und ich glaube, euch geht jetzt schon ein Licht auf, wie das Ganze hier funktionieren soll. Ich rufe jetzt der Durchgang. Ich rufe hier in meiner Index PHP meine Klasse Control auf. So, unsere Klasse Control landet jetzt hier und wird sehen, aha, hier ist ja gar kein Button gedrückt worden, also wird hier aus dieser F-Verzweigung herausgesprungen und das Ganze wird dann hier einfach nur gerendert. So, also wir rufen jetzt hier die Method thisRender auf. Und unsere Method Render wird jetzt hier unsere Template PHP aufrufen, die wir jetzt erstmal erzeugen müssen. So, und wir haben hier unsere leere Template PHP und wir haben hier unsere Index Funktional. So, wir brauchen jetzt hier nicht unseren Head und so weiter. Das Ganze wird sich ja schon hier abspielen. So, ich werde hier nur mal meine Links hier übernehmen, also mein Head kurz. So, und ihr seht schon, das wird hier nur eine reine Kopierarie. So, jetzt in meine Index.php, das kommt hier in mein Head rein, so damit wir unser Bootstrap haben und unser Font Arsim. So, und aus meiner Index-Funktional werde ich jetzt auch hier meinen kompletten DivTag hier herauskopieren. So, und zwar bis hier. Nee, halt. Bis hier natürlich. Und werde den jetzt hier in unser Template ganz einfach einfügen. So, das war's dann hier schon an dieser Stelle. Das Einzige, was ich hier in der Index.php machen muss, ist hier aus dem Body unsere Hintergrundfarbe auch mit hinzufügen. Aber ich denke, damit kann man leben. So. Gut, das war's hier erst einmal. Und wir gehen wieder in unsere MVC. So, das Erste, was wir natürlich hier auch machen müssen, natürlich, wir müssen unsere Datenbank kontaktieren und wir müssen entsprechend unsere Daten in unser Template hier einfügen. Und das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. Wir werden jetzt im ersten Schritt eine Verbindung zur Datenbank aufnehmen und das machen wir natürlich in unserer Klasse Model und das machen wir innerhalb unseres Konstruktors. Deshalb erstelle ich hier in meiner Klasse Model einen Konstruktor. Und ich werde jetzt ganz einfach mal unsere alte Crude hier hinüberziehen und werde jetzt auch wieder die Codeblöcke hier einfach herauskopieren. So, im ersten Schritt werden wir eine Datenbankverbindung aufnehmen im Konstruktor. So. Und im nächsten Schritt wollen wir unsere Variablen hier initialisieren. Das sind natürlich in unserer objektorientierten Programmierung sind das dann unsere Properties. Und unsere Properties haben wir hier auch schon in unserer Crude. Und zwar sind das hier all diese Variablen, die wir mit ResetVars hier schon immer initialisieren. Und die müssen wir hier auch in Model mit hineinbringen. So, ich mache jetzt bloß Folgendes.
ich sage jetzt hier bloß, ich gebe jetzt praktisch meinen Properties eine Sichtbarkeit und die ist dann hier immer protected. Wir wissen ja, wir haben insgesamt drei Sichtbarkeiten, protected, public und private. Private, auf private Properties können wir bloß innerhalb der Klasse zugreifen. Da stelle ich jetzt hier auch gleich eine her und zwar heißt diese dann ganz einfach Rows. So, und alle anderen Properties sind hier ganz einfach protected. So, auf protected Variablen, auf protected Properties können nur abgeleitete Klassen zugreifen, aber keine Objektinstanz. Auf die Objektinstanzen kann dann nur Objektinstanzen können nur auf Properties zugreifen, die dann public sind und das brauchen wir jetzt hier in diesem Fall nicht. So, ich formatiere mal meinen Code hier neu. Geht das hier irgendwo? Um jetzt auf unsere Daten zuzugreifen, brauchen wir ja, ich gehe hier nochmal Schritt für Schritt durch, haben wir hier in unserer CRUD hier am Ende gesagt, conPrepare und so weiter, execute, fetch all und unsere Liste wurde angezeigt. Unsere Liste wurde immer angezeigt, also ob wir jetzt hier einen Button gedrückt haben, save und so weiter, die Liste wurde immer wieder angezeigt. Die Liste wurde bloß dann entsprechend verändert, wenn wir hier unser Search-Feld bedient haben, um hier eine Bedingung zu schaffen, die dann letztendlich unseren SQL-Befehl, den wir ja hier auch haben, um diesen dann entsprechend zu verändern und um natürlich auch hier eine Parameterliste zu erstellen. Wir machen das hier anders. Wir erstellen hier eine Funktion, die heißt dann auch gleich getRows. So, die ist dann auch protected. So, dann getRows. Also Function. Und die übernimmt jetzt hier unseren Part der Übernahme der Daten aus der Datenbank, aus unserer Tabelle Users. Bloß, dass wir jetzt hier an dieser Stelle unsere Rows hier verwenden. So, aber das ist ja jetzt hier eine Property und Properties sprechen wir hier mit this an und File. Die Variablen STM hier, die sind bloß lokal, da brauchen wir keinen Zugriff auf unsere Properties, aber wir brauchen hier auf unser ListSQL, ist hier eine Property, deshalb auch wieder hier unser File. So, und wir rufen natürlich unsere Function getRows auch immer auf, genau wie hier. Hier haben wir gesagt, hinter unserem Switch und so weiter, Switch Case hier, also hinter unserem Edit und so weiter, rufen wir hier unsere Daten auf und das machen wir hier genauso. Wir rufen jetzt hier unsere Daten auf und danach wird das Ganze dann gerendert. So, ja, wir werden das Ganze jetzt erst einmal ausprobieren, ob das funktioniert. Und jetzt sollten eigentlich unsere Daten hier erscheinen. Ich sage hier mal F5 und bin selber gespannt. Und wir haben hier natürlich ein paar Fehler, aber die merzen wir gleich aus. Index.php online 1 gleich. Ach so, ich muss natürlich auch mein Parent hier aufrufen. So, das hatte ich hier auskommentiert gehabt. Und zwar, wenn ich sage Parent, dann sucht er den nächsthöheren Konstruktor. Wenn wir jetzt einen Konstruktor in unserer Klasse View hätten, die wir ja hier ableiten in Control, dann würde praktisch dieser Parent-Konstruktor aufgerufen werden. Aber ich habe ja hier keinen Konstruktor in der Klasse View, deshalb geht er wieder eins höher und sucht da einen Konstruktor. Also er geht so weiter, so lange hoch in der Vererbungsreihenfolge, bis hier jetzt ein Konstruktor gefunden wurde. Und das ist ja jetzt hier dieser Konstruktor. Und dadurch, dass ich den hier nicht aufgerufen habe, hat er natürlich auch hier die Funktion getRows nicht gefunden und hat hier einen Fehler geworfen. So, wir machen das Ganze nochmal. Und wir haben weitere Fehler. So, wir schauen mal.
So, also ich habe die Fehler gefunden. Das sind ja meistens so Schusseligkeitsfehler. Also hier muss der Slash weg. Und wir schauen mal in unsere MVC-PHP. Rows darf natürlich nicht private sein, weil wir greifen ja auf Rows dann zu innerhalb unserer Templates, weil in Rows wird ja dann unsere Tabelle abgespeichert, also unser Array für unsere Tabelle. Deshalb ist das hier auch protected. Und wir brauchen eine weitere Property, und zwar heißt die hier con, und die ist dann vom Typ private, weil das jetzt unser Connection String ist, also unsere PDO-Instanz für unser Datenbankobjekt für PDO. So, und wir greifen natürlich auf unsere Properties hier auch immer mit dem Schlüsselwort this zu. So, und deshalb ändere ich das hier mal. Wir haben das ja kopiert alles. So, deshalb mache ich das hier mal auch. So, Steuerung V. So, dann haben wir noch unsere getRow hier. Und hier haben wir auch thisRows. Das ist schon mal richtig. Hier Parameters greifen wir entsprechend zu. Und hier in ListSQL natürlich auch. ListSQL ist ja hier unser Select-Befehl für unser Select-Befehl für unsere Tabelle User. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Jetzt habe ich auch gesagt, hier getRows ist natürlich eine Method, und hier gilt natürlich das Gleiche. Wir greifen auch hier über unser this dann auf unsere Method zu. So, also, wir probieren das Ganze nochmal aus. Ich sage jetzt F5. Halt, erstmal hier zumachen. So, und wir haben hier noch ein paar Fehler. Undefined Variable, online 25, schauen wir mal. Ach, hier. Steuerung V. So. Dann starten wir das Ganze nochmal. Oh, habe ich noch einen Haltepunkt. Die können mal weg. Und nochmal F5. Und wir sehen, unsere Template wird hier schon erst einmal angezeigt. Aber wir müssen natürlich auch in unserer Template-PHP hier nicht auf Variablen zugreifen, wie vorher in unserer funktionalen Programmierweise, sondern wir greifen jetzt hier auf unsere Properties zu. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, First Name und so weiter, dann müssen wir das hier überall in this First Name und so weiter umwandeln. So, das machen wir mal ganz kurz. Das sollte eigentlich gar nicht so schlimm sein. So, das mache ich hier dann mal zu. Und da schauen wir uns mal unsere Variablen an. So, wir fangen mal oben an. Und dann geht es hier los. Und zwar this First Name, Property. So, dann ID, habe ich hier auch ID, ja, auch ID haben wir hier. So, die sind zwar natürlich im ersten Durchlauf, sind die Variablen natürlich alle leer, aber die müssen natürlich erzeugt worden sein, ansonsten spielt hier unser Template ein bisschen verrückt. So, dann unser Info muss auch fest sein. So, das war hier bloß die Überschrift. Dann hier natürlich unser Rows. So, das wird hier intern gespeichert. Das dann auch, okay. So, und dann sollten wir das nochmal ausprobieren. F5. Und wir sehen, wir haben eine schöne CRUD. So, jetzt haben wir zwar unseren ersten Durchlauf. Ich mache das nochmal so, wir debuggen das nochmal, damit wir das auch wirklich verstehen. Ich mache hier einfach mal einen Haltepunkt in unsere Index-PHP, und zwar hier in unsere Include.
Ich sage hier F5. So, und dann schauen wir uns mal den Weg hier an. F11. Gut, das war jetzt ein bisschen kurz. So, und jetzt rufe ich meinen Control auf. So, Control findet da ja in der mvc.php. Hier sind wir in Control. Ich rufe hier meinen Parent auf, meinen Parent-Konstruktor. Den findet er jetzt in Model und wird jetzt hier die Datenbankverbindung herstellen. So, das hat wunderbar funktioniert. So, und ich rufe jetzt hier meinen GetRows auf. So, ich prepare wieder meinen SQL-String. Hier ist ja unser SQL-String drin. Zeigt er das mir an? Doch jetzt. Hier unser Select Stern from User und so weiter. Hier unsere leere Parameterliste. Na, zeigst du das? Ah, hier. So, und zwar Parameter ist ein Null-Array. So, wir machen weiter. Und ich rufe jetzt auf meine Rows. So, komme jetzt wieder zurück und sage jetzt Render. Und Render ist ja Teil unserer Klasse View, eine Method. Und dann wird hier unser Template auch entsprechend gerendert. So, F5. Und wir sollten dann hier unsere CRUD wieder haben. Wir werden jetzt natürlich unsere ganze Sache hier mit Leben füllen. Also wir werden jetzt hier wir sind jetzt hier mit unserem Control fertig. Wir haben jetzt nur noch unsere Funktionen hier zu schreiben und die kopieren wir uns ja natürlich ganz einfach aus unserer ursprünglichen CRUD, also aus unserer Index-funktionalen CRUD jetzt hier heraus. Und wir werden jetzt sehen, der Rest ist jetzt nur noch ein Kinderspiel. Wir müssen ja aus unserer alten CRUD hier nur die Funktionalität hier in unsere Funktion der Klasse Model hier setzen. Also wir fangen hier mal an mit Save. Ich lege mir wieder meine alte CRUD hier auf die linke Seite. So, dann suche ich mir hier mein Switch Case und sehe jetzt hier mein Save. So, das kopiere ich mir einfach. So, lege das hier rein. Ich muss jetzt bloß darauf achten, dass ich jetzt hier unsere Connection wieder das Schlüsselwort this gebe, weil das bei uns ja jetzt eine Property ist. So, C, das war's hier schon, glaube ich. Hier hinten weiter, Post, lass nehmen. Nee, das müsste schon gewesen sein. So, wir probieren jetzt mal ein Save aus. Moment, hier ist noch etwas komisch mit dem Break. Ach so, wir brauchen jetzt natürlich hier kein Break. Wir brauchen jetzt hier ein Return. So, um unsere Funktion zu verlassen. Okay. So, wir probieren das mal aus. Ich sage hier wieder F5. So, den Haltepunkt brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. F5. So, wo ist unsere CRUD? So, wir werden hier erstmal. Achso, ich habe hier noch die ganzen Sachen drin, die lösche ich mal kurz hier raus. So, da gehen wir nochmal auf Daten. F5. So. Und Steuerung entfernen. Okay. So, wir rufen die CRUD nochmal auf. Und wir werden jetzt hier einen Datensatz hinzufügen. Save. Und wir sehen, wir haben den ersten Schritt erfolgreich hier bestanden. Und wir machen jetzt weiter mit unserem, mal gucken, was haben wir als nächstes? Mit unserem Edit. So. Ich kopiere mir jetzt wieder meinen Codeblock ganz einfach. Und leg den hier in Edit. So, wir brauchen jetzt hier wieder unser this für unsere Properties. So, SQL, STM und so weiter, das sind hier bloß lokale Variablen für unsere Funktion. So, aber wir fangen mal an hier mit Save Update. So, haben wir noch mehr, genau, unsere Con.
Ach, hier unser First Name, unser Last Name und unsere ID. So, das müsste es hier auch schon gewesen sein. Wir starten nochmal unsere Code. So, ich drücke hier mal auf Edit und wir sehen jetzt hier unser Edit und wir machen weiter mit Update. So, was ist unser Update hier? Steuerung C. Ich schiebe das mal ein bisschen rüber, dass ihr das seht. Okay. Also hier unser Update. So, und ich komme hier mein Lis und sag jetzt hier zu Conlis. So, Reset war es, brauchen wir hier nicht mehr. Und zu meiner Info. Halt, Steuerung Z. So, hier auch nochmal Info. Und das war's schon. Save. So, wir probieren das wieder aus. Fünf. So, wir sagen Edit. Dann sage ich hier mal Update. Und unser Update hat auch funktioniert. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt hier unser Delete. Halt. Delete. Ja, nicht kopiert. Copy. Paste. Na, jetzt wieder eins in die Richtung. So, wir setzen wieder unser Property this. Einmal hier und einmal hier. STM, das war schon. Und einmal hier. So, wo ist der Fehler? Achso, hier fehlt mir jetzt mein Dollarzeichen. So, auch das probieren wir aus. So, wir löschen jetzt unseren Datensatz. Noch einen Datensatz. Okay. Und zuletzt noch unser Search. So, hier ist unser Search. Und hier auch wieder unser this und hier unser this. So, wir wissen ja, unsere Properties wurden hier gleich am Anfang initialisiert. Wir haben hier ListSQL und bevor wir jetzt wieder sozusagen hier unser getRows hier ausführen, denn getRows greift ja auch auf den SQL-String zu und zwar hier ListSQL. Und unsere Parameter. Und bevor es hier zu diesem Aufruf getRows kommt, haben wir das ja, unser ListSQL und unsere Parameter hier in Search entsprechend verändert. So, also sollte das jetzt auch funktionieren. So, save.
Wir rufen das Ganze nochmal auf. F5. So, ich gebe mal irgendwas mit LL ein. Und wir haben hier alles mit LL. So, also unsere CRUD funktioniert schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich nur noch unser JavaScript. Und das ist natürlich auch ganz einfach. Ich mache das folgendermaßen. Ich erstelle hier einfach wieder in meinem NVC eine Skriptdatei. So, New File. So, die heißt dann auch Skript.js. Und kopiere mir einfach nur hier aus meiner Index mein JavaScript ganz einfach. So. Steuerung C. Hätte ich auch hier machen können. So, mal gucken, habe ich alles von hier bis hier. Steuerung C. So, dann in unser Skript. Steuerung V. So. Und ich muss das Ganze natürlich jetzt hier auch in unserer Template letztendlich verlinken. Ich sage hier jetzt unten das einfach wieder Skript. So, dann Source. Ist gleich zu so und unsere Source ist ja dann hier unsere Skript.js. So, ich weiß nicht, ob das so funktioniert oder ob ich den Pfad hier angeben muss, aber das werden wir gleich ausprobieren. So, F5. Nee, wir haben hier nicht den Balken. Dann gebe ich mal hier den Pfad an. Und zwar Schrägstrich MVC Schrägstrich die kleine MVC. Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, das ist dir bei Windows egal. Ja, ist auch klein genug. So, wir probieren das Ganze wieder auf. Und wir haben hier unseren Balken. Halt da nicht. Mal hier in den Inhalt klicken. Und wir sehen, das funktioniert auch ganz wunderbar. So, das war der erste Streich in unsere Umwandlung in ein MVC-Pattern. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter und ich möchte euch auch zeigen, wie man in riesengroßen Projekten, da haben wir dann nicht nur eine Klasse, sondern wir haben da zig Klassen und auch zig abstrakte Klassen und wir haben Traits, wir haben Interfaces und dergleichen mehr. Und ich zeige euch, also das ist jetzt wirklich jetzt in dem Beispiel mit Kanonen auf Schwatzen geschossen, aber in großen Projekten müssen wir hier eine gewisse Ordnung halten, gerade wenn wir hier nicht mit Frameworks arbeiten, also mit PHP-Frameworks, sondern das Ganze hier in Vanilla PHP hier praktisch dann programmieren wollen. So, wir stellen das Ganze dann nochmal um und das folgt jetzt gleich im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr habt jetzt das Prinzip schon mal verstanden. Wir nehmen jetzt praktisch nur unsere Klassen, legen die in jeweils eine Datei. Wir werden jetzt hier einen Autoloader noch mit Codes programmieren, das geht aber auch ganz schnell. Und ich erkläre euch das Prinzip mit diesen sogenannten Namespaces, wozu die gut sind und wozu wir die jetzt unbedingt brauchen für unseren Autoloader. Bis gleich.